Hey, Rouge, Ja. kannst du mal kommen, PH Buschbau, ich hab da einen Hebel, der macht was. Slash PH Buschbau. Buschbau. Wie Genau. Fuchsbau. Genau. Hebel, Hier. Hebel. Ja, Dieser Hebel, der Hebel, Hebel. Hebel, Hebel, Ich Hebel, hab Hebel, Hebel, die. Hebel, Hebel, Ich Hebel, hab. Hebel, Hebel, Ich Hebel, hab. Hebel, 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 Oh Hebel, Gott, Hebel, Hebel, nicht Hebel, Hebel, 20 Hebel, Mal Hebel, 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 drücken! Hebel. Was denn? Passiert gar nichts, das ist ja voll öde. Doch, guck mal, da passiert was. Ja, jetzt hast du die Schaltung kaputt gemacht. Aber das ist doch Ganz die toll. Straße vom letzten Mal, ist doch langweilig. Oh, jetzt ist, da kommen Grasblöcke jetzt hoch. Ah, schön, aber jetzt mal ganz ehrlich, Echt? warum zeigst du mir jetzt die Straße? Die haben wir doch letzte Woche schon in der letzten Schule gezeigt. Ich gehe sie mal reparieren. Aber, Busch, was ist denn jetzt? Busch? Ach, Mann. So. Und jetzt schauen wir uns mal Ja, an, ja. wie man verhindern kann, was der Ja. liebe Busch da eben so angestellt hat. Weißt du, was für eine Arbeit das war, das Zeug wieder zu Ja, fixen? Ich warum machst musste du es das dann auch ganze Zeug kaputt? abbauen. Ja, warum machst du es dann auch kaputt? Echt? Du hast mir gesagt, da hinten ist ein Hebel, guck den mal an, klick den mal 20 Mal schnell hin und her, ja? Ich hab nicht gesagt, klick den 20. Doch, 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 ich habe das genau gehört und die Zuschauer werden das auch gehört haben, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Okay, sprichst du wieder meine Stimme ein? Interessant. Gut. Jetzt Also, jetzt kannst du nochmal hingehen. Jetzt darfst du ihn spammen. darf ich wirklich spammen? Ja, jetzt darfst du wirklich spammen. Ja, jetzt darf ich. Ja. Ich möchte nur fragen, weil dann sonst sagst du Du später darfst. wieder. Spam den jetzt ruhig 20 Mal. Aber später sagst du wieder, ich hätte es nicht gedurft. Ja. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, er reagiert nicht so schnell, wie ich klicken kann, aber ich klicke und schicke und klicke und ich krieg's nicht kaputt. Ich will es zerstören. Ich kann's zerstören, Achtung. Ha! Oh, okay, ja. Genau. Okay. Ja, ich habe nämlich jetzt einen Spam-Schutz eingebaut. Genau, das heißt ja auch, so heißt ja auch die Folge. Und was genau das bedeutet, das zeigen wir euch jetzt mal. Wenn wir nämlich hier ein bisschen runter gucken, hier von diesem Rand, da rennt der liebe Busch rum und ich überlege, ob ich gerade sogar hier stehen bleibe. Von hier aus haben wir eine schöne Perspektive und da kannst du das schön erklären, was wir von hier oben sehen. Ja, also okay. Also ich habe hier mal den Spam-Schutz hingebaut und zwar habe ich die Leitung, die vom Hebel kommt, erstmal hier verlegt und dann geht sie hier in diesen Repeater ein. Dieser Repeater ist auf zwei Ticks gestellt und von hier aus durch den Block geht dann die Leitung eben in die Schaltung rein. Und das, was hier jetzt drumherum ist, um diesen Repeater noch, das ist jetzt der Spam-Schutz. Und zwar baue ich den jetzt einfach mal hier auf der anderen Seite nochmal langsam auf. So, wir beobachten das mal von hier oben. Da habt ihr einen besseren Blick darauf. Aber da seht ihr schon die. Upsala. Von hier oben, ja. So viel dazu. Sekunde. Zack. Da seht ihr schon den Hebel. Erstmal das Eingangssignal. Da hinten seht ihr die quasi Schaltung, die dahinter kommt. Das Ausgangssignal, nämlich die Redstone-Laternen in dem Fall. Und jetzt Genau. bauen wir dazwischen den Spam-Schutz. Ja, also ich habe mal den Repeater. Ohne weiteres kann man den hier jetzt natürlich ganz normal spammen und ihr seht, die Lampe geht an und aus, ist so schnell wie ich halt auch den Hebel betätige. Jetzt gibt es aber einen Vorteil bei diesem Repeater. Und zwar kann man den ja, wie ihr schon wisst, von der Seite sperren. Und zwar sowohl von rechts als auch von links. Und die Sache ist die, das Signal, welches hier hinten ist, bleibt immer so, wie der Repeater ist. Aus diesem Grund legen wir das Signal jetzt hier einmal rüberwärts auf die Seite und hängen hier mal eine Fackel dran. Das heißt, wenn ich jetzt hier ausmache, wird hier das Signal ausgehen, die Fackel geht an und der Repeater wird gesperrt. Ne? Und jetzt kann ich hier machen, was ich will, aber das Signal bleibt aus. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, denn jetzt können wir es nicht mehr verändern. Nur ein Jetzt. bisschen ungünstig. Ja, ein kleines bisschen. Aber hier kommt jetzt der Spam-Schutz. Und zwar müssen wir jetzt hier an diese Leitung noch ein paar Repeater dran bauen, wie wir lustig sind. Noch, ich baue es mal hier ein bisschen rüberwärts.
Dann, jetzt habe ich, ja, zack. Steht das so im Duden rüberwärts? Rüberwärts? Vielleicht, wer weiß. Und dann baue ich jetzt einfach mal eine Redstone-Leitung, die dann jetzt hier wieder in diesen Block reingeht. Und wenn ich jetzt eben einmal anmache und jetzt, wenn ich ausmache, kann ich nicht sofort wieder anmachen, sondern erst, wenn hier drüben das Signal durchgelaufen ist, ne? Habt ihr es gesehen? Jetzt mache ich nochmal eben aus. Und jetzt an. Ist die Sperre weg? Genau, erstmal ausmachen. Genau, jetzt seht ihr jetzt. So, jetzt kommt die Sperre rein und dann ist sie wieder raus. Ja. Und dann ist sie wieder raus, nach einiger Zeit erst. Und dasselbe kann man hier auch auf der anderen Seite machen. Jedoch dürfen wir hier nicht mit einer Fackel arbeiten, sondern müssen hier mit einem Comparator arbeiten. Dann legen wir hier erstmal ein Redstone-Signal hin. Dann kommt hier der Comparator hin. Und dieser Comparator, der gibt das Signal an den Block hier ab. Der Block an dieses Redstone hier unten, das Redstone an den Block, wo es dann wieder an den Repeater kommt. Das heißt, hier haben wir jetzt, sobald wir es anschalten, auch ein dauerhaft gesperrtes Signal. Ne? Und jetzt kann ich hier machen, was ich will und nichts passiert. Und alles, was wir jetzt auf der anderen Seite machen müssen, ist hier ein paar Repeater hinbauen, die es eben verzögern. Und die dann hier, hoppala. Ein Hebel gehört da nicht hin. Genau, hier dann in diesen Comparator reingehen, der auf dem Subtraktionsmodus steht. Wichtig, hier habt von der gesehen, Seite, ne? Da vorne leuchtet die Fackel da vorne auf der Spitze. Das ist wichtig, genau. Dann ist der Subtraktionsmodus an. Genau, wichtig, hierbei müsst ihr beachten, dass dieses Signal hier am besten direkt nach einem Repeater kommt, dass dieses hier auch auf jeden Fall die Stärke 15 hat. Ansonsten würde das nicht funktionieren. Ich kann das hier jetzt mal machen. Na, jetzt ist Stärke 14, aber es genügt nicht, um den Comparator zu sperren, weil hier durch den Repeater von hinten auch 1 zu 15 reinkommt. Das heißt, wir brauchen hier eines und schon habt ihr gesehen, na, jetzt hat es funktioniert. Jetzt mache ich es wieder an. Na, mache ich aus. An. Aus. Und ihr seht, hier hinten muss ich immer warten, bis diese Repeater allesamt durchgelaufen sind. Und jetzt sieht man auch, wenn ich hier vorne spam, die Lampe hinten geht nur langsam an bzw. aus. Oh, und das ist ja schon der Spam-Schutz. Ja, nochmal ganz kurz für den allerletzten, der immer noch nicht verstanden hat, warum wir das Ding Spam-Schutz nennen. Ihr habt es ja im Intro schon gesehen, das Spammen des Hebels, also wirklich dieses An-Aus, 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 also dieses Penetrieren mit einem unerwünschten Effekt. Ja, das ist das gleiche wie eure Spam-E-Mail im Postfach, die immer wieder kommt, die ihr nicht haben wollt, die ihr auch nicht loswerdet. Ja, genau das ist das, wenn jemand wie so ein Irrer, wie Busch gerade hier, an dem Hebel spielt. Und wenn sich dann die ganze Schaltung dahinter zerlegt, so wie am Anfang, ist das je nach Aufwand, aber nicht nur je nach Aufwand, sondern einfach auch generell ziemlich ärgerlich. Und genau das könnt ihr eben verhindern mit dieser Spam-Schutzschaltung. Jo, genau. Also nochmal kurz zusammengefasst, wichtig ist eben hier dieser Repeater auf 2 Ticks, dann der Block davor und hier links ein Comparator. Und rechts eben diese Fackel. Also dieser Block ist nicht unbedingt notwendig. Hier könnte auch direkt in Redstone gehen. Aber ich nehme immer gerne den Block. Somit geht das Signal nämlich länger. Wunderbar. So, und das hier, das kennt ihr schon. Ich zeige es nochmal ganz kurz. Das ist der gleiche Straßenbaueffekt, wie wir letztes Mal schon gezeigt haben. Letztlich ist es exakt dasselbe. Von daher brauchen wir hier nicht groß drauf eingehen. Das kennt ihr schon. Und wer es noch nicht kennt, der schaut nochmal in die letzte Folge rein, der Redstone-Schule. Da haben wir nämlich eine wunderschöne Straße gezeigt, die man entweder über einen Hebel, einen Knopf oder halt auch über einen Lichtsensor ansteuern kann, sodass nachts, wenn es dunkel wird, die Laternen automatisch aus dem Boden gefahren kommen. Schöner Effekt, schaut da ruhig nochmal rein. Die Schematik dazu findet ihr auf meinem Discord-Server, genauso auch die Schematik hier für das Anti-Spam-Modul. Ich werde euch einfach hier das hier als Schematiker ziehen, nur diesen Teil hier. Dann wisst ihr, hier ist Eingang und hier ist Ausgang. Ja, und wie gesagt, hier die Repeater, die könnt ihr halt so einstellen, so wie es braucht einfach. Ne? Genau, das verändert einfach nur die Länge. Ja? Die Länge, bis es wieder funktioniert. Wenn ihr sagt, das soll sehr lange dauern, bis es wieder funktioniert, dann könnt ihr das auch einfach entsprechend langziehen. Muss man hier halt ein paar mehr Repeater reinsetzen. Repeater reinsetzen oder ihr setzt ein Kondensator rein, das könntet ihr theoretisch auch machen. Ja, genau. Stimmt, den haben wir ja auch mal gezeigt.
Genau, den müsstet ihr eigentlich kennen. Ansonsten auch da gilt wie immer, schaut die alten Folgen, dann findet ihr das. Ja, mein lieber Busch, dann stelle ich mich mal hier hin und würde ich sagen, war es das wieder für heute mit der Redstone-Schule. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Freut mich, dass immer noch bei diesem allerersten Format, das auf diesem Kanal existierte, immer noch viele Leute zuschauen. Und schaut gerne auch in die anderen Videos. Lasst mir gerne mal einen Kommentar da. Ich freue mich über ein paar Kommentare. Damit helft ihr mir auch, den Algorithmus von YouTube so ein bisschen anzufüttern, dass mich mehr Leute sehen, dass Leute mehr aufmerksam werden auf diese Videos. Und Busch, warum steckst du schon wieder unter der Erde? Was heißt hier schon wieder? Ich habe mal versucht, während deines Gelabers mich bis zum Bedrock runterzukramen. Und ich hab's geschafft. Ich hatte ein bisschen Angst, dass du unter mir alles wegbuddelst und ich plötzlich in ein Loch falle. Nicht doch. Alles klar, ihr Lieben. Bis dann. Haut rein. Euer Rouge. Und euer Busch. Ciao. Ciao.